Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Heute geht es um ein kostenloses Schnittmuster von So Flurry. Das sind Gabi und Kerstin. Und es geht um eine Messenger Bag. Diese Messenger Bag PV hat ein großes Steckfach, ein großes Reißverschlussfach und eine fabelhafte Klappe. Kerstin und Gabi freuen sich über einen Daumen nach oben oder ein Gefällt mir, wenn ihr bei Facebook seid. Und auch wenn ihr nicht bei Facebook seid, könnt ihr das Schnittmuster runterladen. Die Links findet ihr in der Infobox unter dem Video. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, das sind meine vorbereiteten Teile. Dieser Stoff, das könnt ihr jetzt gerade gut sehen, weil der im Licht so schön schimmert. Der schimmert so ein bisschen lila, das sieht man aber gar nicht immer. So im Alltag wirkt er auch mal schwarz. Das ist, der gefällt mir ganz gut. Das Gurtband habe ich aus diesem Stoff gemacht. Das liegt einfach doppelt breit, 5 cm rechts und links abgenäht. Also zur Mitte gefaltet, natürlich, und dann mit einem Zierstich drüber genäht. Gefällt mir auch ganz gut. Statt der Nieten nehme ich Druckknöpfe. Das ist die Alternative, die im E-Book vorgeschlagen ist und empfohlen ist, alle Nahtzugaben einzuzeichnen, nämlich von 1 cm, die sind im E-Book enthalten, und auch alle Markierungen, also alle Mittelmarkierungen und was ihr da sonst noch so findet. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das mache ich jeweils, wenn ich das Stück vernähe. Los geht's mit der inneren Reißverschlusstasche. Dafür braucht ihr eure beiden Teile I. Das ist das, was ihr hier oben seht. Und erstmal ein Teil A. Das ist ein Innenteil. Die Markierung habe ich übernommen. Die Mitte, das ist der Reißverschlussschlitz. Den habe ich auch übernommen. Die Teile I werden hier unten 1 cm umgebügelt. Das habe ich schon mal gemacht. Und dann wird das hier festgesteckt, 3 cm vom oberen Rand entfernt, mittig. Die Stoffe liegen rechts auf rechts, könnt ihr hier gut sehen. Die schönen Seiten gucken sich an. Der Reißverschlussschlitz wird nachgenäht. Der Reißverschlussschlitz wird aufgeschnitten. Ich mache jetzt mal so rum, weil ich hier schon eine Falte habe. Mittig. Und dann bis 1 cm etwa vor den Rand. Und dann bis in die Ränder, also bis in die Ecken. Die Naht muss natürlich heil bleiben. Das Taschenteil wird durchgezogen auf die andere Seite und schön gebügelt. Und zwar so, dass die Naht in der Mitte landet. So sieht das jetzt von der Rückseite aus. Das ist meine Vorderseite. Darunter legt ihr euren vorbereiteten Reißverschluss. Der Zipper muss natürlich in der Mitte liegen. Ein bisschen feststecken oder kleben, Reißverschlussfüßchen einbauen und einmal drumherum nähen. So sieht es jetzt von vorne aus und so auf der Rückseite. Da kommt jetzt euer zweites Teil drauf, euer zweites Teil I. Das ist die innere Reißverschlusstasche, rechts auf rechts. Auch hier habe ich das Stück umgebügelt. Feststecken und nähen. Ihr fangt hier an, verriegeln, näht hier hoch, hier rüber, hier wieder runter, hier wieder verriegeln. Dabei natürlich das Futterstück immer wegfalten. Also ihr näht wirklich nur die Reißverschlusstasche. Die untere Kante bleibt auf. Das ist nachher unsere Wendeöffnung. Das finde ich fabelhaft. Das habe ich so noch nie gesehen. Also einmal zusammennähen. Damit ist unser Reißverschlussfach fertig. So sieht es von hinten aus. Und das Teil könnt ihr erstmal zur Seite legen. Das ist das innere Steckfach. Das sind die Teile F, zweimal, einmal verstärkt mit Flieseline 320. Die werden rechts auf rechts zusammengelegt. Ein bisschen stecken und an der oberen Kante zusammennähen.
die Teile auseinanderfalten, links auf links zusammenlegen, vielleicht einmal drüber bügeln, dass die Naht wieder oben ist und knappkantig an der oberen Kante abnähen. Das ist mein zweites Innenteil, Teil A. Da liegt jetzt das vorbereitete Steckfach drauf, und zwar so, dass die Seitenkanten übereinander liegen und die untere Kante ein bisschen stecken und innerhalb der Nahtzugabe festnähen. Also Naht mit etwa 0,5 cm zum Abstand nähen, verriegeln, hier drumherum bis hier wieder verriegeln. Ich habe mir hier gleich mein Label mit angenäht und hier eine Markierung gemacht in der Mitte. Das wird jetzt abgenäht, hier oben verriegeln, weil man natürlich an dieser Naht öfter zieht. Dann kann die Tasche auch schon zusammengenäht werden. Ihr nehmt euch eure Seitenteile, das sind die Teile E. Klappt sie rechts auf eins eurer Futterteile. Ich fange jetzt mit dem Steckfach an, weil ich das noch hier liegen habe. Ich habe mir hier die Nahtzugaben eingezeichnet, das könnt ihr gut sehen. Und hier unten habe ich mir auch die Nahtzugabe eingezeichnet zum Bodenteil. Bis dahin wird nämlich nur genäht. Also zusammenstecken, dann fangt ihr hier oben an zu nähen, verriegelt hier und näht bis 1 cm vor das Ende. Da wird wieder verriegelt. Dieses Stück wird genauso angenäht. So sieht das jetzt aus. Es ist eben festgenäht und hier unten bis 1 cm vor das Ende des Stückes. Jetzt wird das andere Innenteil genauso festgenäht. Also das ist jetzt in meinem Fall mein Reißverschlussteil. Bestlegt es so hin. Ich stecke erst das eine Teil fest und nähe es fest, auch wieder bis 1 cm vor Ende des Stückes. Habe ich mir hier markiert. Und dann würde ich das rüberziehen zur anderen Seite und dieses Stück genauso festnähen. So sieht das jetzt aus. Also die Seitenteile sind festgenäht. Hier unten ist jeweils Platz für das Bodenteil. Wenn man da reinguckt, kann man jetzt nicht so gut sehen. Ne? Jetzt kommt das Bodenteil dazu. Das näht ihr erstmal an einer der Kanten fest. Also rechts auf rechts. Feststecken. Ich habe, wie ihr sehen könnt, beide Kanten festgesteckt und beide Kanten werden angenäht. Wieder von der 1 cm Markierung, dann nähe ich hier rüber bis zu dieser Markierung, am Anfang und am Ende verriegeln. Die untere Kante wird genauso angenäht. So, diese Kanten sind genäht, hier habe ich auch schon mal genäht. Das legt sich jetzt von alleine hin. Ihr zieht es einfach, also ihr zieht die Außenteile so ein Stück weg, beziehungsweise faltet die hier so um. Kann das sehen, und dann legt sich das quasi schon hin, wie es soll. Und dann wird wieder zwischen den beiden Punkten, wo schon genäht worden ist, genäht. Also ich fange hier an bei meiner Markierung, verriegel, nähe bis hier und verriegel hier wieder. Gucken, ob die Ecken auch wirklich zu sind. Also am besten von innen einmal gegendrücken oder von innen reingucken, dann sieht man das. Bei mir sind sie zu. Die Nahtzugaben können jetzt auf etwa 0,5 cm zurückgeschnitten werden. Ich schneide die Ecken ein bisschen quer. Damit ist das Futterteil schon fertig. Ich finde, das ging ratzfatz. Das könnt ihr erstmal zur Seite legen. So, mit der Klappe geht es weiter. Das ist natürlich das Auffälligste an dieser Tasche. Die Reißverschlüsse werden ohne Zipper eingebaut und damit die nicht aus Versehen aufgehen, näht ihr hier mit so ein paar Stichen jeweils die Zähnchen aneinander. Da sind sie ziemlich sicher. Jetzt wird das Ganze zusammengenäht. So möchte ich das nachher haben. Ich nehme jetzt erstmal diesen Reißverschluss, lege ihn rechts auf meinen Stoff, Reißverschlussfüßchen einbauen und festnähen. Umklappen, dabei die Nahtzugabe Richtung Stoff klappen und knappkantig auf dem Stoff abnähen. Das ist knappkantig abgesteppt. Jetzt dreht ihr das so, zack, legt es so rum drauf. Also die Stoffe treffen rechts auf rechts aufeinander und die Kanten müssen hier vor allen Dingen passen. Das wird wieder festgenäht.
Wegklappen vom Reißverschluss, die Nahtzugabe bleibt in Richtung Stoff liegen und knappkantig abnähen. Diese Stücke werden dann genauso angenäht. Also erstmal den Reißverschluss annehmen, umklappen, Nahtzugabe Richtung Stoff, klappt also mit um. Ist jetzt schwierig mit dem Kunstleder zu zeigen. Abnähen, dann dieses Stück rechts auf rechts darauf legen, auch wegklappen, auch knappkantig absteppen. Jetzt kommen die obere und die untere Klappenblende dazu. Ich habe das hier schon hingelegt, bei mir spielt das jetzt keine Rolle. Die Stücke sind gleich groß. Es kommt halt darauf an, ob ihr da andere Stoffe nehmt. Ich habe jetzt die gleichen Stoffe genommen, legt es rechts auf eure vorbereitete Klappe. Macht euch keine Sorgen, dass diese Stücke eventuell kleiner sind. Das Stück wird gleich noch auf die endgültige Größe zurechtgeschnitten. Feststecken. Ich habe mir hier die Nahtzugabe eingezeichnet. Ja. Und auf der eingezeichneten Nahtzugabe abnähen. Die Streifen jeweils wegklappen vom Mittelteil und knappkantig auf dem Streifen abnähen. Hier oben genauso. So sieht das jetzt aus. Ich freue mich da total drüber. Ich finde die Stoffkombination super. Ich mag, das ist so ein ganz weiches Kunstleder, das gefällt mir gut. Und die Kombination, also der Schnitt, ja, kommt gut zur Geltung, freue ich mich drüber. Jetzt dreht ihr das Ganze um und guckt, ob ihr hier noch Reißverschlussenden über... Oh, guck mal hier, habe ich nicht genug genäht, da habe ich nicht aufgepasst hier. Egal. Also, alles, was hier übersteht, wird abgeschnitten. Und jetzt wird das Stück zurechtgeschnitten auf die Größe, die es haben soll. Und zwar soll es 36 cm breit sein und 34 cm hoch. Ihr braucht zwei Stücke Gurtband A 8 cm, zwei Karabiner, ich habe hier Schwedenhaken und euer Schnittmuster. Jetzt werden die hier unten, also könnt ihr sehen, zusammengefaltet, an die Kante gelegt. Der Karabiner ist eingefädelt, das Ganze zeigt nach oben. Und zwar da, wo auf dem Schnittmusterverschluss steht. Das Schnittmuster jetzt umdrehen muss, habe ich mir das hier eingeschnitten, dann kann ich das hier auch wunderbar sehen. Die beiden Stücke Gurtband werden innerhalb der Nahtzugabe schon mal festgenäht. So sieht das aus. Es gefällt mir sehr gut. Jetzt kommt das Futterteil der Klappe dazu. Das legt ihr rechts auf rechts da drauf. Rundherum ein bisschen feststecken und abnähen, hier oben verriegeln, hier näht hier runter, hier rüber, hier wieder hoch, oben wieder verriegeln. Die obere Kante bleibt komplett auf, da wird gleich gewendet. Und die Klappe liegt so vor euch, wie sie ist, also das ist das untere Ende mit den Karabinern, hier oben bleibt auf. So sieht es aus, jetzt werden die Nahtzugaben zurückgeschnitten, hier in der Ecke quer, ja quer dazu könnt ihr sehen. Den Rest auf 0,5 cm, hier habe ich auch quer angeschnitten. Die Gurtbänder werden nicht eingekürzt. Das ist, ich habe es jetzt aus Kunstleder genäht, da ist es nicht ganz so wichtig, das stehen zu lassen. Aber wenn ihr so Kunststoffgurtband benutzt, was man auch einschmelzen kann, dann rappelt das gerne mal auf. Das habe ich selbst schon erlebt, dann ist die Tasche nachher hin. Das ist sehr ärgerlich. Das Ganze wird gewendet. Gewendet ist das. Achtet darauf, dass ihr die Ecken hier gut rausarbeitet. Möglichst nicht durchstechen dabei, das passiert gerne mal schnell. Und dass die Naht wirklich dann wieder am Rand liegt, das könnt ihr hier ganz gut sehen. Ich habe mir das schon mal zusammengeklammert. Hier oben können wir auch noch klammern. Es wird jetzt einmal ganz rundherum knappkantig abgenäht. So sieht das jetzt aus und ich bin total begeistert. So, dann geht es weiter mit den 31 cm langen Gurtbändern und jeweils einem D-Ring. Da faltet ihr ein Stück um, etwa 2 cm, wobei ich jetzt hier ein bisschen weniger habe. Und klappt das dann daran, festklammern, könnt ihr hier sehen, und mit einem Zickzackstich festnähen. Vorbereitete Gurtbänder, das sind die Teile E aus Außenstoff, also die Seitenteile aus Außenstoff. Die Gurtbänder werden mittig aufgelegt. Ich habe hier ein doppelseitiges Klebeband mittig drunter geklebt und werden jetzt festgenäht. Nun habe ich das Gurtband schon genäht. Hätte ich das vorher gelesen, was man ja eigentlich soll,
hätte ich das vielleicht direkt angenäht. Jetzt nähe ich halt die Naht nochmal nach. Also knappkantig an beiden Seiten festnähen, hier runternähen und dann hier wieder zurück. Das mache ich mit beiden Teilen. So sieht das jetzt aus. So rein vom gerade Nähen her ist da noch ein bisschen Spiel nach oben. Also genäht habe ich ziemlich gerade, aber hier ist der Abstand etwas, also hier ist es dichter dran als dort. Aber es gefällt mir trotzdem sehr gut. Das sieht irgendwie edel aus, finde ich. Ihr nehmt euer Bodenteil dazu aus Außenstoff, das ist Teil H. Und legt, das sind ja die Seiten jeweils an die schmale Kante, rechts auf rechts, die schönen Seiten gucken sich an. Einmal hier und da werden die Stücke auch festgenäht und zwar wieder bis 1 cm vor das Ende der Naht. Also ich fange ungefähr hier an, da wo die Fließeinlage auch anfängt, fange hier an, verriegel hier, nähe bis hier und verriegel hier wieder. Dort genauso. Danach faltet ihr die Stücke wieder auseinander und die Nahtzugabe zeigt Richtung Bodenteil und wird dann knappkantig auf dem Bodenteil festgenäht. Dabei dürft ihr wieder nur bis 1 cm vors Ende nähen. Das habe ich hier falsch gemacht, das kann man noch ein bisschen sehen. Ich hoffe, dass sich das noch versteckt im Laufe der Zeit. Ihr braucht euer vorderes Außenteil, zwei Stücke Gurtband A 8 cm und zwei D-Ringe und wieder eure Schablone zum Anlegen vom Verschluss. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich das vorhin falsch gemacht habe, weil der Stoffbruch natürlich in der Mitte ist. Ich davon ausgegangen bin, dass diese Öffnung auch in der Mitte ist, ist sie aber gar nicht. Das heißt, ich orientiere mich jetzt an meiner Klappe. Beziehungsweise lege ich es wieder falsch rum drauf. Ja, also ich meine, ich hatte das so rum drauf gelegt. Mache das jetzt also wieder so rum, damit es dann auch passt. Okay, das wird hier wieder angelegt. Ich nähe beide Stücke wieder innerhalb der Nahtzugabe fest. Das sind meine beiden Teile A, das ist die Rückseite, das ist die Vorderseite. Jetzt wird das zusammengesetzt, wie auch schon beim Futter. Erstmal kommt das Bodenteil dazu. Mittig, bündig. Erstmal feststecken oder klammern. Und dann nähen, 1 cm vorm Ende des Stückes anfangen, hier rüber nähen, 1 cm vor Ende des Stückes aufhören und das Verriegeln nicht vergessen. Danach werden die Stücke auseinandergeklappt, das könnt ihr hier schon sehen. Die Nahtzugaben sind Richtung Bodenteil geklappt und da werden sie knappkantig festgenäht. Und das andere Außenteil wird jetzt genauso angenäht. Ich schiebe das mal ein Stück nach oben, rechts auf rechts, auf das Bodenteil klappen, steht hier jeweils 1 cm über. Das muss natürlich mit diesem Stück bündig sein, also guckt ihr, dass das hier so passt. Und hier genauso festnähen, achtet auf die Zentimeter Aussparung rechts und links. So sieht das jetzt aus, gefällt mir sehr gut. Wenn ihr da Bodennägel anbringen möchtet, könntet ihr das jetzt machen, weil natürlich jetzt noch die Gelegenheit dazu ist. Das ist im E-Book aber auch nicht vorgesehen, das lasse ich jetzt weg. Vorgesehen sind hier jeweils eine Niete, einmal hier und einmal hier. Mit Nieten habe ich es nicht so. Ich gelobe Besserung und werde dann auch berichten,
dass ich das irgendwann hingekriegt habe. Ich nehme jetzt Druckknöpfe und baue da jeweils das Oberteil eines Druckknopfes ein. So sieht das bei mir aus. Ich konnte mich nicht so entscheiden. Jetzt habe ich gedacht, na, Gold ist vielleicht auch hübsch, aber Gold passt tatsächlich gar nicht, finde ich. Und dann hätte ich noch Silber im Angebot gehabt. Fand ich auch nicht ganz schlecht. Aber zu dem Schwarzen dachte ich nämlich das Dunkle. Jetzt ist halt nicht ganz schwarz. Aber ist jetzt so. Gefällt mir. Jetzt wird die Tasche quasi zusammengenäht. Also die Seitenteile werden angenäht. Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr anfangt. Ihr nehmt ein Seitenteil und legt es an die Kante von eurem Außenstoff. Und wenn ihr hier oben anfangt zu stecken, dann landet ihr irgendwann hier und dann könnt ihr sehen, dass ihr hier unten, da geht der Stoff hoch. Das ist ja normal, klar, weil wir bis da genäht haben. Da macht er jetzt einen Schnitt bis kurz vor die Naht, sodass der Stoff sich hier auseinanderlegen kann. Könnt ihr sehen? Dann legt er sich nämlich glatt hin und dann habt ihr es einfach mit dem Nähen. Und auch da wird wieder genäht mit der Nahtzugabe, wobei ihr jetzt im Prinzip bis zur Ecke nähen könnt. Da trefft ihr automatisch auf die Naht von der Seite. Also die treffen hier zusammen, die Nähte. So sieht die Ecke dann aus. Ihr seht, das ist eine schöne 90-Grad-Ecke. So soll das sein. Die anderen drei Kanten werden genauso zusammengenäht. Also am besten oben anfangen zu stecken. Und dann unten den Schnitt machen und dann passt das zusammen. So, jetzt müsst ihr da mal reingucken, ob alle Ecken wirklich zu sind. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf dem Video so gut sehen könnt. Ich kann da wunderbar reingucken und die Ecken sind zu und ziemlich gerade. Das freut mich sehr. Und dann könnt ihr die Nahtzugabe da unten auf 0,5 cm kürzen. Ihr könnt auch von außen gucken, weil die Tasche jetzt nämlich auf rechts gewendet wird. Hier ist die Ecke noch nicht so ganz ausgearbeitet. Das Ganze wird umgedreht, also die Rückseite liegt oben. Macht mal so. Jetzt braucht ihr ein Lineal, messt 5 cm ab vom Rand. Da kommt die Klappe drauf und zwar rechts auf rechts. Also die Karabiner sollen natürlich da drüben landen. Kommt die nach unten, die Klappe hier drauf, 5 cm vom Rand entfernt feststecken und absteppen. Die Nahtzugabe hier ist 0,5 cm, also Abstand zu diesem Rand 0,5 cm. Fangt hier an verriegeln, einmal hier rüber nähen. Klappe nach vorne klappen. Und knappkantig auf der Klappe festnähen und dann eine zweite Naht etwa 5 mm daneben machen. Ihr könnt natürlich auch eine Zwillingsnadel benutzen. Dabei natürlich das untere Taschenteil nicht mit festnähen. Also ihr müsst schon am besten den Tisch von der Nähmaschine abmachen. Das könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Man das untere Teil drüber ziehen und näht dann nur die Klappe am hinteren Außenteil fest. So, hier war ich einmal neben der Spur. Passiert mal, ist nicht schlimm, wird nachher nicht auffallen. Jetzt wird die Tasche schon zusammengesetzt. Das Außenteil wird auf links gedreht und das Futterteil auf rechts. Jetzt wird die Futtertasche in die Außentasche gesteckt. Dabei darauf achten, dass die Reißverschlusstasche Richtung Rückseite liegt und dass der Reißverschluss auf ist. Also, meine Klappe ist hier. Da landet jetzt meine Reißverschlusstasche. Rundherum feststecken, mit den Ecken anfangen und mit 1 cm Nahtzugabe einmal ganz drumherum nähen. Die Nahtzugabe auf 0,5 cm zurückschneiden, das mache ich mit einer Zickzackschere. Wahlweise kann man den Rand natürlich mit einem Zickzackstich versäubern. Dann durch die Reißverschlusstasche wenden. Die
obere Kante rundherum schön feststecken, sodass die Naht wirklich oben in der Mitte liegt. Hier hinten hängt eben die Klappe dran. Und einmal ganz drumherum nähen, knappkantig, am besten von der Außenseite. Die Wendeöffnung in der Reißverschlusstasche schließen, das habe ich mit der Maschine gemacht. Und jetzt werden in den Ecken noch jeweils eine Niete angebracht, beziehungsweise in meinem Fall ein Druckknopf. Dazu nehmt ihr die Tasche hoch, faltet sie so zusammen. Und jetzt wird hier 1 cm entfernt von den Rändern jeweils eben die Niete angebracht, beziehungsweise der Druckknopf. Ich würde jetzt auf der einen Seite das Unterteil anbringen und auf der anderen Seite das Oberteil. Dann kann man das bei Bedarf wieder aufmachen. So sieht das bei mir aus. Jetzt fehlt ja nur noch das Gurtband. Das habe ich genäht, wie ich es immer nähe. Am einen Ende habe ich den Karabinerhaken eingelegt, zweimal umgefaltet und mit einer D-Box festgenäht. Dann geht das Band hier weiter, durch die Leiterschnalle durch. Dann wird hier der zweite Karabiner aufgefädelt. Unten durch die Leiterschnalle auch hier umfalten. Und hier habe ich jetzt einen Zickzackstich genommen. Damit ist das Gurtband dann auch fertig und verstellbar. Fertig ist die Piwi. Ich freue mich über diese Tasche. Die sieht toll aus. Ich hoffe, der Empfänger freut sich auch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.